Hey, hier ist wieder euer Totkillchen. Willkommen bei einem ersten Dual Commentary zusammen mit dem Crossbow HD. Der hat uns heute ein kleines Gameplay mitgebracht von Battlefield Hardline. Ich als Xbox-Spieler habe es ja noch gar nicht gespielt und steht dem Ganzen noch relativ kritisch gegenüber. Und ich habe gedacht, da lade ich mir doch mal jemanden ein, der das schon mal ein bisschen gezockt hat und der mich vielleicht vom Gegenteil überzeugen kann. Der Crossbow ist bei uns übrigens im Netzwerk vertreten. Dadurch haben wir uns überhaupt erst richtig kennengelernt. Sagen wir mal so, du warst früher mal Abonnent von mir, beziehungsweise bist es immer noch. Und dadurch haben wir jetzt sozusagen zusammengefunden und hoffen, dass wir hier ein ordentliches Duel für euch abliefern können. Und damit gebe ich jetzt erstmal ab an den Flitzebogen, ne? Ja, und hier ist wieder euer Crossbow HD. Und im Hintergrund seht ihr ein Gameplay. Es ist ein Blood Money Gameplay, natürlich Battlefield Hardline mit der M16 A3, die mir besonders richtig gut gefällt. Ja, und um erstmal so ein bisschen Einblick in Battlefield Hardline zu geben, ist es eigentlich sehr wichtig zu erwähnen, dass Battlefield Hardline sehr stark auf einem Infanterie-Gameplay basiert. Das heißt, es wird sehr viel mit Waffen gekämpft und nicht so mit Helikoptern und Jets oder Panzer oder sowas, sondern es wird echt viel mit Waffen gekämpft und das macht mir besonders Spaß. Ich kenne viele Spieler, die Battlefield wegen der verschiedenen Fahrzeuge nicht so ganz mochten, weil sie das Waffen-Gameplay eigentlich ziemlich gerne halt hatten und da brauchten sie eigentlich keine Jets und da ist dieses Spiel eigentlich genau richtig für und das ist so mein erster Einblick in das Gameplay und ja, ich gehe mal weiter an das Toolkillchen. Ja, salü. Also bei den Fahrzeugen, da gebe ich dir recht, ich muss sagen, ich bin selber so ein Fahrzeuglegastheniker, also egal was ich fliege oder fahre, es landet definitiv an der Wand oder im Graben oder es explodiert, wahrscheinlich schon, wenn ich einsteige. Und wenn das wirklich so infanterielastig bleibt, dann wäre das vielleicht sogar ein Spiel, was ich mir angucken würde, weil ich halt zum Beispiel bei Battlefield gerne TDM spiele. Also es ist ein Modus, der mir persönlich gefällt, weil ich halt diese Infanteriekämpfe für mich, die sollten mehr im Vordergrund stehen. Und ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich, wie man wenn man als einziger Fußsoldat gegen so einen Panzer ankämpfen musste, hat man sowieso erstmal grundsätzlich gelitten, außer man ist ein echt krasser RPG-Schütze. Und kommen wir doch einfach mal zur nächsten Frage, die ich so habe, beziehungsweise zur nächsten Aussage, die ich treffen möchte, und da geht es bei mir um die Grafik. Grafikmäßig hat sich das jetzt meiner Meinung nach nicht so verändert im Gegensatz zu Battlefield 4, also ich sehe keine jetzt deutliche Verbesserung, es ist auch vieles einfach noch ähnlich, es sieht nur irgendwie comic-lastiger, mäßiger aus. Es geht irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen in die Richtung Call of Duty Black Ops 2, also das ist jetzt so der Eindruck, den ich habe, es ist halt nicht mehr so verworren, wie es halt in Battlefield 4 ist, dass man sich wirklich irgendwo verstecken kann, sondern es sind halt alles klare Linien und klare Gebiete, in denen man sich da bewegt. Wie die Leute es wahrscheinlich auch von Black Ops 2 kennen, die es gezockt haben. Und ist halt nicht so meins bisher, muss ich zugeben. Um auf die Grafik erstmal einzugehen, ich muss sagen, also mit einem Call of Duty kann man das überhaupt nicht vergleichen. Also das ist um Längen besser. Und es ist auch wieder ein kleiner, aber feiner Schritt nach vorne von Battlefield, muss man so sagen. Also die Grafik hat sich schon ein kleines bisschen verbessert. Aber das ist eigentlich gar nicht so das, was die Battlefield Hardline Beta auszeichnet. Ich finde, das Spiel zeichnet eher die Waffencharakteristiken aus. Das heißt, man hatte zum Beispiel in Battlefield 4 das Problem, dass man bei den Sturmgewehren zum Beispiel 15 verschiedene Sturmgewehre hatte und 5 oder 10 fast schon von denen waren eigentlich von der Charistik her, also vom Schaden, von der Feuerrate und so weiter, waren die echt sehr ähnlich, fast schon gleich kann man sagen. Die sahen halt nur ein bisschen anders aus und hatten einen anderen Namen. Und das hat man in Battlefield Hardline nicht mehr. Man merkt hier wirklich den Unterschied zwischen den einzelnen Waffen. Man merkt, dass jede Waffe einen anderen positiven und einen anderen Negativpunkt hat. Und das finde ich auch schon eine richtig gute Neuerung in Battlefield Hardline. Denn so gibt es halt dieses wirklich sehr interessante Gameplay, dass man auch mal einen wegholt, der zum Beispiel eine Waffe hat, die zum Beispiel etwas stärker ist als seine eigene. Und das macht das Spiel eigentlich noch ein bisschen interessanter, finde ich. Denn ich finde, ein gutes Spiel braucht wirklich auch overpowerte Waffen, um zu punkten, da man sich auch freut, wenn man einen Spieler mit dieser overpowerten Waffe mal mit einer schlechteren Waffe killt. Okay. Da hast du genau einen richtigen Punkt angesprochen, weil
Es gibt in Battlefield 4 relativ wenig Waffen, die sich da wirklich unterscheiden. Aber wir haben ja auch in der Beta haben wir das gehabt, dass du zwar nur wenige Waffen hattest, aber die haben alle komplett anders funktioniert und auch sich komplett anders spielen lassen. Und dann kam ja diese massive Ladung an Waffen dazu, die jetzt bei Hardline ja noch fehlt. Ich denke, dass sie da wahrscheinlich auch wieder haufenweise Waffen draufschmeißen werden, die man nicht braucht. Und die wahrscheinlich dann auch kaum gespielt werden. Ich meine, es gibt in Battlefield 4 Waffen, die hat, glaube ich, noch nie jemand gespielt. Und die spielt auch keiner, außer er hat halt irgendwie Bock, mal was komplett anderes auszuprobieren. Aber es gibt halt so die Hauptwaffen, die halt am meisten verwendet werden. Und ansonsten wird ja irgendwie kaum was anderes gezockt. Ja, nochmal zum Thema Hardline an sich. Du spielst hier, glaube ich, gerade Blood Money, den Modus, gell, hast du vorhin gesagt. Und da hast du ja auch ein Video zu auf deinem Kanal, wie du erklärst, dass, wie das funktioniert. Ja. Jetzt ist die Frage, ich meine hier Gangster, Verbrecher, Polizisten, ist es überhaupt noch Battlefield? Also ich meine, für mich ist Battlefield, ich spiele das jetzt schon relativ lange, eher halt dieses Kriegsszenario. Also wirklich zwei große Fronten kämpfen gegeneinander und jetzt nicht unbedingt dieses Payday kriegt ein Kind mit GTA und CSGO-Ding, weiß ich ja, nicht. Ja, also es ist noch ein Battlefield. Also man merkt auf jeden Fall, das Gameplay ist echt sehr Battlefield-ähnlich. Aber was ich dazu sagen muss, ist, dass das Battlefield ja im Szenario quasi ein komplett anderes ist. Es ist nicht mehr dieses Kriegsszenario, wie du ja schon gesagt hast. Es ist wirklich das ja quasi Verbrecher gegen Polizisten-Szenario, was mir aber eigentlich gar keinen Unterschied macht bei einem neuen Battlefield, denn mir gefällt generell das Battlefield-Gameplay so gut, dass ich da eigentlich keine Differenzen mache zwischen ja, einem Kriegsszenario oder diesem Szenario von Battlefield Hardline. Ich finde das eigentlich relativ gut gelungen und ich finde, das ist auf jeden Fall noch ein Battlefield. Also, ich verstehe nicht, wieso man das nicht sagen kann, weil das Spiel eigentlich so ist wie ein normales Battlefield, nur halt mit anderen Modi, die mir aber auch sehr gut gefallen. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, die uns ja deutlich unterscheiden von der Aussage her. Ich würde gerne mal eure Meinung in den Kommentaren wissen. Schreibt doch einfach mal drunter, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Wie denkt ihr, wird sich Battlefield Hardline entwickeln? Und hey, damit wären wir auch schon am Ende. 5 Millionen zu 1,4 Millionen, 16 zu 2 ist die Quote. Ich denke, die hast du ordentlich weggerotzt. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen und ein Abo freuen. Der Crossbow bestimmt auch. Guckt mal, er ist rechts auf meiner Kanalseite verlinkt. Da findet ihr seinen Kanal, da könnt ihr mal reinschauen, ob euch das gefällt. Bis zum nächsten Mal, euer Todkehlchen. Sagst du auch noch Tschüss? Ja, Tschüss.